Telefon. Ach so, willkommen zurück bei Pineview Drive und dem Telefon. Welches fucking Telefon klingelt denn hier jetzt bitte, ey? Langsam. Okay, komm. Und ja, da steht schon gar kein Telefon mehr. Das hat derjenige mitgenommen, der jetzt hier die Klingelstreiche spielt, die blöde. Hallo? Die blöde Sau. Mich das Spiel verarschen. Das war es doch bestimmt noch nicht, oder? Ich weiß, dass oben auch noch ein Telefon ist. Klingelt es doch bestimmt auch. Oma Gertrud, ruft nicht immer so viel an. Doch nicht Oma Gertrud? Hier ist kein Telefon. Er hat jetzt gesagt, das ist Oma Gertrud. Oma Gertrud ist... Da ist auch keins. Zur Not ist immer Oma Gertrud schuld. Doch unten? Klang jetzt wie oben. Moment, schnell hinten. Aber die Telefone sind wieder leise. Hoffe ich. Jedenfalls höre ich keins mehr. Ein Schlüssel. Und ich habe eine vage Befürchtung, wo der reinpasst. So viele Schlösser haben wir ja nicht mehr. Aber wir haben einen netten Kollegen hier unten sitzen. Bei dem definitiv noch ein Schlüssel fehlt. Never! Junger Clownimann. Hallo. Entschuldigung. Ich sollte das lassen. Es gibt Leute, die mögen das nicht. Ich mag sowas nicht. Okay, nicht hier irgendwo... Nein, hier liegen Schleichhölzer. Oh, die sind gut. Okay, das bitte lassen. Ist hier irgendwo... Die kann ich nicht mehr mitnehmen. Okay, merkt sich bitte jemand, wo hier ist kein Schlüssel. Dann weiß ich gleich schon wieder nicht, was ich tun soll. Scheibenkleister. Seit heute kreisen ständig Krähen über dem Haus. Teilweise ist es draußen kaum auszuhalten, wegen dem Lärm, den sie machen. Das heißt, ich muss raus, oder? Ich muss raus. Das sind immer so ganz subtile Hinweise. Und es gewittert schon wieder. Nee, ich mache jetzt erstmal eine Pause. Ich habe übergangsweise, wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, kein Betrag noch. Einmal die Woche. Wenn es ganz schlimm wird, zweimal. Mal gucken. Aber ich glaube, ich mache jetzt erstmal für heute, wieder Schluss mit Pineview Drive. Ich habe jetzt eine Folge aufgenommen, anderthalb, und das reicht jetzt erstmal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye! Ich hasse Pineview Drive und ja, willkommen zurück bei Pineview Drive und ich bin total... es ist so laut hier. Okay, erstmal wieder überall Licht anmachen. Weil, ach scheiße, wir haben auch... Das ist doch so laut, Alter, das ist so laut auf meinem Ohr. Ja, nicht ein Hinweis mehr hier, ne? Ich habe keinen Schlüssel mehr, nix. Wir sind bei Tag 8, das ist sehr schön. Ich habe auch nur noch zig vor mir. Gefühlt. Ehrlich nicht, was ich machen soll jetzt. Hallo? Krähen. Ich gehe nicht raus. Er hatte irgendwas mit Krähen, aber ich gehe. Muss eigentlich schon wieder Gewitter. Hm. Okay, wie spät haben wir es? 0. Übrigens bleibe ich noch immer dabei, das ist die mit Abstand beste Idee seines Lebens. Seines Lebens ist um so eine Uhrzeit dieses Haus zu sehen. Kannst bitte die Musik aufhören? Oh Gott. Ernsthaft. Ja, ich gebe zu, ich habe gerade die Maus... Ich habe sie total verrissen. Gar nichts. Nichts. Musste das jetzt? Oh Gott, ich sehe nichts mehr. Ganz ehrlich, spätestens jetzt wäre der Moment gegangen gewesen, wo ich einfach nach Hause gegangen wäre. Spätestens jetzt. Das ist natürlich ein Tief vorbeiläuft, du Mistvieh. Ich sag nicht wieder Mistvieh, wieder. Versprochen. War doch eine Tür, oder? Nein, die Tür nicht auf. Oh, versprochen, ich sag nicht. Ich sag, ich werde nie wieder welchen Mistvieh zu dem Ganzen. Das tut mir so leid. Das war nicht so gemeint. Die Tür ging auf, oder? Die Tür vor allen Dingen. Oh Gott, ich stehe direkt vor dem Clown. Genau, da wollte ich hin. Diejenigen Streichhölzer, die ich nicht gebrauchen kann. Hier waren wir schon, nicht wahr? Jetzt wäre nett. Oh Gott, ich sehe wieder was. Oh Gott. Ja, ich weiß, ich sah nicht. Aber im Moment, hier liegen Batterien. Da liegen auch noch Streichhölzer. Ich hoffe einfach nur, dass ich irgendwo ich sehe dich nicht. Also kannst du mir auch überhaupt nichts tun, weil ich sehe dich einfach nicht. Ich sehe nichts. Ich sehe nicht mal Türklinken. Und hier irgendwo muss wieder eine Türklinke sein. Ja. Sie sind immer auf der anderen Seite. Okay, was für Türen sind denn jetzt noch zu? Ist hier unten noch irgendwo eine Tür zu? Ich bleib erstmal hier unten. Die Tür war schon länger offen. Alter, jetzt renne ich schon durch die Tür. Die war zu, die bleibt auch zu. Hier, da waren wir schon 10-mal dran. Da geht's nach oben. Ne, doch. Dann geht's nach oben. Ist hier noch irgendwo eine Tür? Nein, hier ist keine Tür. Gut, dann können wir auch ganz schnell wieder. Hier geht's nach oben, ne? Obwohl da oben war eine Tür. Ach ne, hier bin ich. Gut. Ich verlaufen, es tut mir leid. Stimmt es eigentlich, dass es in Pineview Drive eine sehr schlechte Idee ist zu laufen? Es tut mir leid, dass ich dauernd die Taschenlampe alle ausmache. Ausmache ich nur, um mich zu orientieren, wo ich bin. Weil ihr seht wahrscheinlich irgendwas, denn ich pegel das Videobearbeitungsprogramm wirklich extrem hoch. Also ich sehe wirklich nichts. Ich sehe nicht mal Schemen. Ich sehe gar nichts. Ich sehe hier nur was, wenn es blitzt. Oh, Alter, was fliegt hier? Fliegt doch so ein scheiß Vogel an meinem Fenster vorbei und hinterlässt einen fetten Schatten auf meinem. Hallo! Hier würde ich das jetzt ganz gerne. Gehst du auf? Nein. Ich mag keine neuen Bereiche. Neue Bereiche sind voll gruselig und so. Hallo? Hallo? Tschüss. Oh, und die kann ich nicht mitnehmen. Ich hab was. Schlüssel. 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 Okay, Schlüssel. Schlüssel. Da ist dann auch noch Batterie. Aber ich kann vielleicht hier so in diesem neuen Bereich so ein bisschen mit Batterien rumasen. Okay, dann bleibst du. Gehst du auf. Oh, lass doch mal die Tür. Okay, Rappe. Sag bitte, dass das eine Rappe war. Ja, so wie das Klo aussieht, war es definitiv eine Rappe. Du läufst in die richtige Richtung, da drüben ist eine Maus. Okay, da hinten waren wir. Hier waren wir jetzt überall dran, ne? Hier ist. Das ist cool. Ich kenne mich halt in diesem Bereich nicht aus und ich sehe nichts. Und das ist einfach zu kurz. Die Treppe noch. Ich gehe jetzt todesmutig die Treppe nach oben. Kann man da nicht irgendwie ein kleineres Haus bauen? So, keine Ahnung. Treppe nach oben, seid ihr nicht geschafft? Ich gehe da gleich rein. Okay, wir haben wieder einen neuen Bereich mit 20.000 Türen, die nicht aufgehen. Wahrscheinlich bekommen wir hier einen neuen Schlüssel incoming. Zettel. Okay, Schlüssel vielleicht doch. Zettel. Die alte Clownpuppe macht Linda von Tag zu Tag mehr Angst. Jo. Sie traut sich kaum noch an ihr vorbeizugehen. Okay, so schlimm ist es noch nicht, aber das ändert sich gerade. Mit nach Hause. Okay, wir haben den Schlüssel und wir haben den phänomenalen Hinweis. Clowns. Nein, also egal wie viel ich auch meckern mag, eigentlich mag ich Pineview Drive. Ich hab's damals total begeistert. Wir hatten hier doch auch noch irgendwo Türen, oder? Genau, die Tür war noch zu. Zack. Dunkel, ich sehe nichts mehr. Wo bin ich? Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Moment. Ich bin jetzt gleich beim Clown, ne? Oder? Nee, das war das neue Areal. Da war das Badezimmer. Da war das Badezimmer. Genau, da war das Badezimmer. Hör auf. Hans Georg, hör auf, hier rumzurandalieren, ey. Das gehört sich nicht. Sowas macht man nicht. Und ich fürchte, da will ich keinen Schlüssel mehr haben. Kein Licht mehr haben. Und auch sonst nichts mehr haben. Keine einzigen Nerven. Ich habe es damals wirklich unglaublich gerne bei der letzten Lehrerin geguckt. Ich gebe zu, ich war, glaube ich, teilweise auch einer von denen, die gesagt hat, jetzt stell dich doch nicht so an, so schlimm ist es doch nicht. Boah, es ist schlimm. Ich möchte mich 10.000 Mal dafür entschuldigen, dass ich nur diesen Gedanken hatte. Bist noch da, ne? Bist noch da. Ich hasse dich. Okay. Ist hier irgendwas anders? Nein. Kann ich nicht noch ein Zettel? War noch so ein paar Batterien. Warum flackert meine Taschenlampe jetzt so? Lass das! Ich mag das nicht. Er guckt auch immer von uns weg, ne? Er guckt uns nie an. Ich mag ihn nicht. Ich hasse ihn wie die Pest. Ich will mich nicht bewegen. Ich guck nicht hin. Ich mache auch ganz kurz, bitte. Das ist nicht böse. Okay, vielleicht guck ich doch hin. Geh mal hin. Oh Gott. Hier sollt ihr was sehen. Ich hab die Augen zu. Nein, ich hab nicht zu. Ich guck hin. Bist du auf? Servus. Was kannst du denn noch so? Oh Gott. Ich habe irgendwas verpasst, oder? Hätte ich mich nicht... Jetzt war jetzt nicht dein Schlüssel. Ich hätte... Scheiße, ich hätte mich nicht wegdrehen dürfen, oder? Immer deine Füße ist mein Angstbalken nicht so runter, weil ich mich eigentlich gerade total erschreckt habe. Nur so ein bisschen. Okay, durchatmen. Tief durchatmen, mein Freund. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Und ja, ich ase gerade voll... Aber ich möchte hier jetzt gerade ohne Witz nicht ohne Licht rumlaufen. Okay. Rosa, alles ist gut, wie spät haben wir es? Wir haben einen neuen Bereich mit, wir haben einen neuen Bereich mit ganz vielen verschlossenen Türen. Wir haben Hans Georg, der da oben den Dachboden aufräumt, deswegen rumpelt das auch immer so. Das ist nichts Böses. Das ist nur Hans Georg. Dem habe ich nämlich gesagt, er soll mal aufräumen. Und das tut er jetzt und deswegen ist das alles auch überhaupt nicht schlimm. Und ich verlaufe mich, glaube ich, gerade schon wieder. Das ist das einzige Problem, dass ich mich einfach an jeder Ecke verlaufe. Aber Hans Georg sehe ich jetzt nicht als Problem an, denn Hans Georg meint es eigentlich überhaupt nicht böse. Ja, ich rede gerade so viel, weil ich das gerade ein bisschen gruselig finde. Es tut mir leid. Oh Gott, es tut mir leid. Ich quatsche euch im Ohr auf. Einfach. Hallo, da war eine Frau. Ah. Ich muss gerade wieder ein bisschen gucken, wo ich bin. So, jetzt muss ich hier... Ja. Oh Gott, ich sehe einfach nichts mehr. So, und wenn ich jetzt hier rumgegangen bin, dann bin ich doch auch an dem neuen Bereich gekommen. Da sieht man hier einfach nichts. Okay, Tür. Nein. Unten war das Badezimmer, das hatten wir schon offen. Oh Gott, die Tür war auf, ne? Ich mag das Zimmer eigentlich voll. Hier so ein netter Waschtisch mit Streichhölzern für Notfall, falls hier das Licht ausgeht. Ja, wie öfter der Fall ist. Mann, lass doch mal die Türen zu. Mach das. Oh Gott, Kinderzimmer, ist das dein fucking Ernst? Und ich versuche echt immer noch hier irgendwie... Ich hasse Schlüssel. Ah, nur Teddy... Oh, bist du süß! Oh Gott, bist du süß! Okay, mit diesen Bauklötzen habe ich ganz schlechte Erfahrungen. Irgendwie, die finde ich eigentlich irgendwie... Oh. Die finde ich gar nicht so süß, weil es gab... War das ein Film oder war das irgendwie... Ich weiß es gar nicht mehr. War das ein Film? Irgendwo hatte ich das mal. Das... Oh, geht doch. Geht. Oh, ja. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen würde, wenn so eine Tür aufgeht oder nicht. Nichts. Ich versuch's trotzdem. Oh, Batterien. Batterien. Unten waren, glaube ich, auch noch welche. Die haben auch geschlossen. Wie viele Schlüssel kommen denn hier noch? Wie viele fucking Schlüssel kommen denn hier noch? Langsam haben wir hier oben aber alles auf, ne? Oh, mach das nicht. Okay. Nein, da liegen nur... Da liegt Zettel, da liegt Zettel, da liegt Zettel, da liegt Zettel. Nein, ich habe mal irgendwann... Ich mach jetzt mal das Licht aus. Ich habe irgendwann mal so einen blöden Horrorfilm geguckt mit Gruselgeisterkindern. Und diese Gruselgeisterkinder haben nämlich immer mit diesen Bauklötzchen Nachrichten geschrieben. Und deswegen finde ich die eigentlich gerade nicht so... Seit dem Gewitter letzte Nacht haben wir keinen Strom mehr. Nur gut, dass wir noch genug Kerzen im Haus haben. Fuck auf die Kerzen, Alter. Da spukt eine Gruselfrau rum. Wenn das Linda war. Alter, wir sind echt schon bei Tag 10, ne? Ich will eigentlich gar nicht mehr. Also ich mache jetzt für heute auch Schluss. Ich weiß auch nicht, wie viel ich jetzt aufgenommen habe und wie viel nicht. Ich hab das nämlich ziemlich zerstückelt, weil ich echt einen Tag nach dem anderen aufgenommen habe, weil ich einfach so ein Hä und so, ne? Also, Spiel und ich, ich krieg sonst Herzinfarkt und so. Deswegen, Pineview Drive. Ich kann da noch mal reingucken. Warum sagt er eigentlich so zurück? Wäre das nicht schon mal? Passiert das dauernd? Auf jeden Fall hat er sich zum Glück kaum erschrocken. Hallo, warum mache ich das? Ich bin hier gerade voll, aber ich hatte meine Hand nicht an der Maus, weil ich ja sowas geahnt habe. Passiert das? Seht ihr das? Er rückt immer voll. Hier wird er wieder groß, hier wird er wieder klein. Hier wird er wieder groß, hier wird er wieder klein. Das ist merkwürdig. Ich setze mich jetzt hier drüben auf diesen Stuhl und sterbe. Nein, es ist ja tatsächlich so, ich könnte den Pineview dafür einfach verlassen, ohne irgendwie geklärt zu haben, was mit unserer lieben Linda ist. Na, war ja blöd. Und ich quatsche auch nur so viel, weil ich in der Hoffnung bin, dass ich dann meine eine Folge voll kriege. Das hoffe ich jetzt wirklich sehr, denn ich habe morgen meine Zahn-OP, beziehungsweise meine erste, wo sie den Zahn aufmachen. So ähnlich fühle ich mich wie ein Pineview Drive. Von daher werde ich dann erstmal einen Augenblick nicht mehr aufnehmen können. Ich bin auch mittlerweile ganz froh, dass nur noch eine Folge Pineview Drive in der Woche, weil das schaffe ich psychisch, wenn ich jeden zweiten Tag so ein paar Minuten aufnehme oder so. Jeden zweiten Tag schaffe ich. Aber ansonsten bin ich echt überfordert. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.